Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Immer noch auf Braun Wirbelshof, Exhof, Kürbisbeet, Kürbishof, Mord. CSI ist auch hier, CSI Westfall. Und der gute Lou Zweischuh wurde umgebracht von irgendjemandem, erschossen. Und wir sollen jetzt zu den Saldens gehen. Und die vernehmen, das hätte der Horatio gerne. Und dann wollen wir mal gucken, was die guten Saldens zu erzählen haben. Mal schnell rüberreiten, das ist schnell getan. Da vorne ist die Speerkuppe. So, Erntebehüter, Erntebehüter. So, Bauers Salden. Mein Gott. Du. Ich habe kein Ziel. Nee, der jetzt auch nicht mehr. Der hat auch kein Ziel mehr. Streunerin und Streunerin. Gut, Bauersalden, was hast das du zu erzählen? Licht sei mit euch. Ich würde gerne sehen, was ihr zu verkaufen habt. Spezialhühnerfutter. Wir verchecken erstmal alles hier. Die großen Heiltränke, die behalten wir mal für. Welchen Fall auch immer, aber wir behalten das auf jeden Fall. Segne euch. Was kann ich für euch tun? Die Vernehmung des Saldens. Für die Allianz. Seid vorsichtig. Mein ganzes Leben habe ich in Westfall verbracht, Bruder. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen Westfall der blühendste Landstrich jenseits des Schlingendornstals war. Doch diese Tage sind längst vergessen. Zwar werden wir nicht mehr von den Defias bedrängt, aber die Auswirkungen ihrer Schreckensherrschaft sind noch spürbar. Und zu allen Übeln erleben wir hier auch noch den steilsten wirtschaftlichen Abschwung der Geschichte. Das gesamte Gold, das wir im Kampf gegen die Geißel verwendet haben, raubte jedem, der nicht für das Militär arbeitete, die Stelle und schließlich sein Heim. Ratet mal, wo die gelandet sind. Ja. Das Licht segne euch. Das sind wahrscheinlich die ganzen Landstreicher, ne? Horatio Lane. ich muss gerade lesen, weil ich gelesen habe, Drecksack. Horatio Lane, der Mann ist ein Drecksack, so dreckig wie meine Unterwäsche. Hör zu, mein Freund, ich erteile nicht oft solche Ratschläge, aber ihr scheint mir ein aufrichtiger Mann zu sein. Verschwindet aus Westfall. Ihr steckt schon bis über beide Ohren im Mist. Was ihr da gerade macht, ist so, als würdet ihr euren Kopf unters Beil legen, okay? Ziehe den Ehrenfreund. Warum ist das so? Seid vorsichtig. Die Zeiten sind schwer. Das sind schwere Zeiten, Bruder. Da jetzt die geknechteten Massen aus Sturmwind hierher nach Westfall auswandern, sind unsere Vorräte knapper denn je. Das Volk ist hungrig und braucht Hilfe. Unser Farmhaus dient schon seit Jahren als Behelfsunterkunft. Salma gibt sich alle Mühe, unsere Gäste am Leben zu erhalten, aber manchmal werden sie von den Erntebehütern erwischt. Das sind diese missratenen Ungetüme, die sich auf meinem Feld herumtreiben. Ein kleines Geschenk, das die Defias zurückgelassen haben, als sie vertrieben wurde. Helft uns. Das Licht segne euch. Okay, die Erntebehüter zerstören. 10 Stück. So, Salma, was hast du denn Schönes? Hallo, mein Lieber. Willkommen in unserem Zuhause. Ihr seht aber nicht aus, als ob ihr obdachlos wärt. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Wenn das so ist, dann kommt ihr gerade rechtzeitig. Ich plane ein Abendessen für die Kinder und ich brauche ein paar einfache Zutaten. Wenn ihr mir ein paar Okraschoten, Geiferzahnflanken und sehniges Fleischreißerfleisch, geiles Wort, bringt, kann ich meinen berühmten Westfall-Eintopf zubereiten. Ihr könnt all diese Zutaten in der Nähe unserer Farm finden. Nehmt euch nur von den Erntebehütern in Acht. Das sind gnadenlose Vernichtungsmaschinen. Gut, dann. Das ist ja echt alles hier in der Nähe. Nur gut, einmal Okra. So, du kommst hierher. Ist ja witzig, meine Taste geht schon wieder nicht. Ich habe das Spiel nicht mehr beendet seit der letzten Aufnahme. Aber meine Taste mit Weihe geht schon wieder nicht. Level 15. Wieso geht meine Weihe schon wieder nicht? Jetzt ist wieder Maustaste 5. Es ist witzig. Ist ja, kein Kommentar. Es ist zu weit entfernt. So, du Fleischreißer, komm mal her.
Wie weit geht eigentlich Klinge der 12 Meter wahrscheinlich? So, Level Up, wieder sogar 2 Punkte verfügbar. Erhöht die Dauer, erhöht die Aufladungen. Aura der Entschlossenen. Das war. Lehrt euch Aura der Konzentration und Aura der Hingabe. Hingabe war mehr. Also durch das erlittene Schaden um 3% verringert. Nee, ich mache erstmal göttliches Ross hat 2 Aufladungen. So, und hier verringert die Abgezeit von Richturteil. Das ist auch nicht schlecht. Verringert die Abgezeit von Klinge der Gerechtigkeit. Klinge der Gerechtigkeit hat nur 2 Aufladungen. Klinge der Gerechtigkeit erzeugt einheilige Kraft. Oh Gott, ich bin total überfordert. Richturteil verursacht 10% mehr Schaden und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Naja, das ist eher mehr. Eure Klinge der Gerechtigkeit verbrennt das Ziel und fügt ihnen auch noch Strahlenschaden hinzu. Das nämlich. Ich bin außer Reichweite. Na hier. Brenne. Ist geil, wenn er so auf einmal so ein kleiner Mini durch die Gegend läuft. Es ist zu weit entfernt. Okay, das war. Ich bin außer Reichweite. Das haut der andere Geifer zahlen echt ab, ne? So. Zack, den noch dazu gepult, dann haben wir die schon mal fertig. Ich habe kein Ziel. So, Geifer Zahnflanke ist fertig. Erntebehüter brauchen wir noch einen, das ist der gute. Das war das Herz eines Behüters. Der hat eine Quest gedroppt. Okay. So, die Okraschoten haben wir auch fertig. So, was haben wir denn für eine Quest? Ihr habt etwas gefunden, das offenbar das Herz eines Erntebehüters ist. Dem Geräusch nach zu urteilen, das von dem Gerät ausgeht, ist es noch immer voll funktionsfähig. Vielleicht sollten wir es zu Bauer Salden zurückbringen. Okay, machen wir. Aber wir brauchen noch einige Fleischreißer. Da ist noch einer. Da sind noch 2, 3. So, komm her. Dich pulle ich. Ich brauche ein Ziel. Habe ich doch gerade schon im Ziel gehabt. So, dich pulle ich so. Das ist zu weit entfernt. Dich pulle ich so. Und ich pulle so. So, dann kommen wir her, wieder zurück in die Weihe. Ich brauche ein Ziel. Wir brauchen alle ein Ziel. So. Dann heile ich mal ganz kurz. Gut, dann haben wir die beiden Quests auch schon wieder erledigt. Plus das Herz des Erntebehüters. So, mal gucken, was wir dazu. Hören. Ich wollte ihn nur aus dem Weg gehen, ne? Naja, verdoppelt er wenigstens ein Stück Fleisch. Ja, immerhin können wir es zum Kochen benutzen. Ehre dem König, Freund. Zeig mal, was du hast. Wir verchecken. Die Geiferzahnleder behalten wir. Das Fläschchen Öl ist Handwerksmaterial. Das behalten wir. Das kommt nach oben. Eberrippchen behalten wir auch und Eier behalten wir auch. So,
Dann, mein Freund. Siehe den Ehrenfreund. Das Herz des Behüters. Für die Allianz. Was habt ihr denn da, Army? Seid vorsichtig. Ist das etwa... Ist das das Herz eines Behüters? Ich habe Geschichten darüber gehört, wie man eins von diesen Dingern dazu benutzen kann, einen Behüter für den Eigengebrauch anzutreiben. Natürlich bin ich selbst nicht mehr in der Verfassung, solche Dinge selbst zu versuchen. Das Licht segne euch. Es lebt. Soweit ich gehört habe, müsst ihr nun einen geeigneten Erntegolem finden und rein mit dem Herzen. Soweit ich gehört habe, müsst ihr nun einen geeigneten Erntegolem finden und rein mit dem Herzen. Okay, er soll rein im Herzen sein, okay. Sobald das erledigt ist, solltet ihr die volle Kontrolle über das Geschöpf haben. Ach so, und rein mit dem Herzen. Okay, alles klar, so reinstecken quasi. Okay. Sobald das erledigt ist, solltet ihr die volle Kontrolle über das Geschöpf haben. Ich glaube, es gibt ein ganzes Feld mit überladenen Erntegolems westlich von hier auf dem Hof der Molsens. Haltet nach den Lichtbögen Ausschau. Falls ihr einen zum Laufen bringen könnt, benutzt den Golem, um die aufgeladenen Erntestädte auf dem alten Molsenshof zu zerstören. Die Monster dort sind viel zerstörerischer als die auf unserem Hof hier. Für die Allianz. So, die Zeiten sind schwer. Danke, Bruder. Ihr habt Seimer und mir einen großen Dienst erwiesen und ich verspreche euch, dass wir das so schnell nicht vergessen werden. Viel Geld habe ich nicht, aber ihr könnt euch gern an ein bisschen bedienen, was ich habe. Naja, 3 Gold fast, ne? Seid vorsichtig. So, Seimer. Ach, ihr seid auch neu. Ihr wart eben nicht da. Ihr Weisen. Nicht, dass ihr euch reinschmeißt, ne? Aber kann ich euch helfen? Das Essen ist fertig, sobald ich alle Zutaten habe. Beeilt euch. Mögen eure Reisen sein. Seid gesegnet, mein Lieber. Diese armen Weisen haben schon seit Tagen keine warme Mahlzeit mehr bekommen. Es sieht so aus, als hätten wir genug übrig, um noch viele weitere Obdachlose Westfalls zu versorgen. Achso, ich muss eine Belohnung wählen. Wir nehmen den Gürtel. Seid vorsichtig. Ja, bin ich. Dank, Army. Eure Freundlichkeit wird nicht vergessen werden. Okay. So. Weckt einen überladenen Erntegolem. So. Auch die Hilfe. Noch eine Quest, okay. Seid gegrüßt. Unser Dank ist euch gewiss. Das Licht segne euch. Es ist viele Jahre her, dass uns Hilfe angeboten wurde, Army. Wärt ihr nicht gewesen, hätten wir es womöglich nicht über den nächsten Winter geschafft. Ihr habt euch als eine selbstlose Person erwiesen. Jemand, dem wir vertrauen können. Ich wünschte nur, wir hätten etwas von Wert, das wir euch anbieten können. Ich habe zwar keine Informationen, die euch bei eurem Vorhaben, die Mörder der Braunwirbel zur Strecke zu bringen, von Nutzen sein werden, aber vielleicht kann ich euch meine Frau weiterhelfen. Sprecht mit Seimer im Haus und sie wird euch sagen, was ihr wissen müsst, bevor ihr euch wieder auf den Weg macht. Ziehe den Ehrenfreund. Okay. Grüße. Aber natürlich, mein Lieber. Unsere kleine Tochter arbeitet an der Speerkuppe und steht den Obdachlosen vom Westfall sehr nahe. Vielleicht hat sie ja etwas mitbekommen. Bevor ihr geht, lasst mich den Westfall-Eintopf einpacken und euch ein wenig über unsere liebe kleine Tochter erzählen. Schönen Tag auch. Okay, Spurensicherung. Hoffnung für das Volk. Vor ungefähr 4 Jahren stolperte ein kleines Mädchen mitten in der Nacht an unser Farmhaus und brach zusammen. Niemand kannte sie. Das arme kleine Ding hatte keine Erinnerung daran, wer sie sein könnte oder woher sie kam. Wahrlich eine verirrte Seele. Bald darauf adoptierten wir die Kleine und nannten sie Hope, denn für uns bedeutet sie Hoffnung. Jetzt ist sie eine junge Dame und kümmert sich um die Obdach- und Mittellosen von Westfall. Bringt meinen Westfall-Eintopf zu ihr, zur Speerkuppe südlich von hier. Man sieht sich. Okay. Gut, es lebt und Hoffnung für das Volk. Wir machen mal kurz eben, es lebt, weil das ist nicht so weit weg. Wobei, es ist beides nicht so weit weg, aber. Nummer 5 lebt. So, das sind die Dinger, die wir brauchen, glaube ich, ne? Ja. So, dann, mein Lieber, gehen wir hier rein. Dann müssen wir 25 von denen töten. Sensenschläge und Raketennachbrenner. Ah, okay. Also müssen wir die Target nehmen? Ja, müssen wir. Ich muss näher ran.
Oh, da ist ein Ramok. Wir müssen aufpassen, dass unserer nicht kaputt geht. So, den Feinschlitter, den haben wir gleich. So, die Quest ist fertig. Wo ist der Gute? Jetzt können wir den nicht looten, ne? Oder können wir den nur looten, wenn wir aus der Maschine draußen sind? Ne. Gut, dann ist das so. Aber wir haben den Guten erledigt, deswegen halt mal den Mob. Ich weiß, man kann die mehrmals töten, auch für den Loot dann und sowas, aber das ist... Wir wollen hier in Ruhe leveln und ein bisschen was mitnehmen von der Geschichte. Es lebt Hoffnung für das Volk. Geh weg. Reicht dich. Da hilft ja auch dein Sportnex, den du gerade angeschmissen hast. So, Salden. Juhu. So. Grüße. Es lebt. Für die Allianz. Es hat tatsächlich funktioniert. Das ist unglaublich, Army. Hoffentlich löst das Problem mit den Ehrengolems hier in Westfall. Siehe den Ehrenfreund. Okay, neue Handschuhe, die wir uns direkt mal anziehen. Oh, haben die eine hässliche Farbe. So, und dann werden wir hier mal auf die Straße zurückgehen und Richtung Speerkuppe reiten. So, und achso, wir sollen den Eintopf zuerst mal hinbringen, okay. Ja, bist du draußen, Pflanze, oder bist du innerhalb der Mauer? Nee, du bist echt draußen. Wieder so ein Kyoto, ne? Ich muss näher ran. Ja, dreht Gott sei Dank um. Er muss näher ran, sagt er. So, hier gibt es noch einen Greifenmeister-Flugpunkt. Einen guten Tor. So, ich sehe, wir haben Post. Das ist mir in der letzten Folge schon aufgefallen. Was haben wir denn hier? Ach, wir haben das Kupfererz verkauft. Sehr schön. So, was ist denn hier los? Ihr habt unsere volle Unterstützung, Leutnant. Die Braunwirbels waren gute Leute. Ihr Tod wird nicht unbestraft bleiben. Das freut mich zu hören, Marshall. Obwohl Army den Tätern ihre gerechte Strafe zukommen lassen, befindet sich ihr Anführer noch immer auf freien Fuß. Vielleicht werden wir mit Hilfe der Westfallbrigade den Fall endlich aufklären können. Darf ich fragen, was mit dem Worgen im Verschlag ist? Wir haben dieses Untier erwischt, wie es im Umland Schafe abschlachtete. Er ist halsstarrig und leicht reizbar. Haltet euch von ihm fern, Leutnant. Wenn ich ausbreche, werde ich euer Herz herausreißen und verschlingen. Okay. Oha, der Marshall hat nicht gescherzt. Können wir hier einmal... Aber vielleicht bellt ihr auch nur und beißt nicht wirklich. Okay, das war's? Gut. Achso, ja gut, das ist wieder der gleiche Text von Anfang an. So, Hauptsalden. Guten Tag, werter Herr. Wie kann ich euch dienen? Ich rieche Westfall-Eintopf. Hat Mutter euch geschickt? Achso, das war's. Die Hungrigen und die Hoffnungslosen speisen. Ja, ich habe von Braunwirbelsmorden gehört. Es ist sehr tragisch, aber solche Tragödien sind im Westfall an der Tagesordnung. Hier gibt es viele Leute, die einfach nicht mehr die Mittel oder den Willen haben, sich selbst zu versorgen. Sie haben die Hoffnung aufgegeben. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, so hoffnungslos zu sein, dass man seines Lebens nicht mehr erfreuen kann? Wir müssen uns gemeinsam darum bemühen, ihnen zu zeigen, dass es noch Hoffnung gibt. Dass jeder Tag oder jeder neue Tag ein besseres Leben bringt. Nehmt den Westfall-Eintopf meiner Mutter und helft dabei, die Obdachlosen an der Speerkuppe zu versorgen.
So, Rüstmeister. Komm her. Kauf mal die Dinge. Irgendwas? Nee, hast du nichts. Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, das wollen sie bitte. So, Speer Gallian. Braucht Gallian. Habt ihr von Captain Grausum gehört? Nein, das ist Captain Sander. Einige sagen, er ist die Erfindung eines betrunkenen Seemannsgehirns, aber jeder in Westfall wird euch sagen, dass Grausum existiert. Er ist ein Geist, der den Leuchtturm von Westfall ganz im Westen vor den endlosen Küste heimsucht. Wagt ihr das zu untersuchen? Das Licht segne euch. Ja, klar. So, Hauptmann Danovin. Was kann ich für euch tun? Guck mal, der hat schon fürs Rotkammgebirge. Die Diebe glauben, sie könnten uns von unserem Land vertreiben. Wer so wie wir an der Seite von Lord Starkmantel zu den Waffen gegriffen hat, kämpft nicht nur, um seinen Hof zurückzugewinnen, er kämpft für die Menschenwürde. Nehmt auch ihr am Kreuzzug von Lord Starkmantel teil, um Westfall von dieser Tyrannei zu befreien. Ja, machen wir. So, die Westfall-Brigade. Schönen Tag auch. Wir waren einst als Volksmiliz bekannt. Heutzutage kämpfen wir unter der Flagge von Stormwind. Mit der vollen Unterstützung von König Anduin Vryn. Wir haben viele Ziele hier in Westfall. Die von den Defias hinterlassene Unordnung aufzuräumen, das Hoheitsgebiet der Allianz auszuweiten und in Ordnung zu bewahren. Bisher versagen wir auf ganzer Linie. Die Zeiten sind jetzt noch schlimmer als zu dem Zeitpunkt, als die Defias Amok gelaufen sind. Jetzt, da die einheimischen Glolle sich ebenfalls bewaffnet haben, sind wir in eine Ecke gedrängt worden. Helft uns an. Natürlich helfe ich euch. So. Heldenaufruf Rotkammgebirge. Für die Allianz. Die Lage hier ist zwar schlimm, aber in anderen Gegenden bebt es wortwörtlich nach dem großen Aufruhr immer noch. Ich habe hier einen Bericht von Wachhauptmann Parker aus dem Rotkammgebirge, eines unserer Gebiete östlich im Wald von Elven. Er sucht die Hilfe eines Helden. So wie wir im Moment aufgestellt sind, kann ich keine weiteren Truppen losschicken. Könnt ihr Parker aufsuchen und sehen, was er braucht? Ihr könnt Wachhauptmann Parker auf dem Turm bei den drei Ecken finden. Man sieht sich. Gut, so, Starkmantel, was hast du denn zu erzählen? Ehre dem König, Freund. Der Krieg in Nordend forderte seinen Tribut von unserem Volk, Armee. Obwohl wir auf den eisigen Welten den Sieg davon trugen, versank unser eigenes Land im Chaos. Kleine Erklärung hierzu. Das hier spielt nach dem Add-on Wrath of the Lich King. Weil danach kam Kataklysm und mit Kataklysm kam sich die ganze Welt so ein bisschen verändert. Deswegen der Krieg in Nordend. Nach Nordend kommen wir aber noch, das dauert noch. Das war die dritte Erweiterung, da kommen wir noch bald hin. So, die Verteidigung Westfalls. Seid vorsichtig. Bald, das dauert ein paar Folgen, bis wir da sind. Nachdem meine Dienstzeit in den Grizzlyhügeln beendet war, bin ich nach Westfall zurückgekehrt und musste das Land in einen schlimmen Zustand als für meinen Einsatz vorfinden. Schlimmeren Zustand. Wir haben den Krieg mit tausenden von obdachlosen Bürgern bezahlt. Jetzt wandern sie hierhin aus und lassen sich auf den verlassenen Bauernhöfen und Siedlungen dieser Gegend nieder. Vor allem Überfluss werden wir jetzt auch noch von den Gnollen angegriffen. Die Westfallbrigade braucht eure Hilfe, Army. Tötet die angreifenden Gnolle und nehmt ihnen ihr Befehle ab. Dann zieht jemand im Hintergrund die Fäden und wir müssen herausfinden, wer das für ist. Für die Allianz. Gut, dann machen wir das mal eben zuerst. Das Licht sei mit euch. Ziel. 12 Gnolle müssen wir töten. Okay. Ich habe kein Ziel. Frischfleisch? Naja. Sagt das Opfer. Das waren schon die Angriffsbefehle. Kryptische Befehle von jemandem namens Helix. Okay. Schergen, unser Führer hat gesprochen. Ihr werdet die Speergruppe plündern und den Admiral befreien. Ihr dürft alles behalten, was euch in eurer Raserei in die Hände fällt. Helix. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Können wir hier nicht schon den Obdachlosen Eintopf kredenzen? Doch, können wir, okay. 20 müssen wir versorgen, okay. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Wir müssen aufpassen, weil die respawnen relativ fix immer, ne?
Die fehlt noch. Einer fehlt noch, okay. Ich habe kein Ziel. So. Dann werden wir hier jetzt den Leuten weiterhin Eintopf kredenzen. So. Okay. So, hier kriegt auch noch welchen. Bitteschön. Lädt immer noch auf. Du darfst auch noch einen haben, bitteschön. Hier sind auch noch mal zwei. Wobei, hier sind ganz viele. So, bitteschön. Wollt ihr auch noch einen haben? Wollt ihr überhaupt welchen ist noch haben? Nicht bereit. Jo, ihr wollt alle haben, sehr gut. So, und dann ihr nochmal. Und dann sollten wir eigentlich schon die 20 Stück erledigt haben, ne? Einer noch? Oh, renn doch dahin, da gibt's Essen. Ja, da sind keine mehr, okay. Digga, dass du keinen willst? Hier so direkt vor seiner Schnute. Ja, siehst du, haben wir erledigt. So. Dann geben wir mal die Quest eben wieder ab. Ich muss mir eben ganz kurz gucken. Meldet euch bei Wache Parker. Das ist der Wald von Elven. Das ist das Rotkammgebirge. Hier war das, ne? Ja, genau. Wir müssen uns vorbereiten. Das ist immer die Quest in dem Gebiet, die angezeigt wird, die immer eine Questreihe starten. Genauso wie hier oder von dem Gebiet, ne? Ödland ist hier unten am Wasser. Dunmorg ist hier. Oder da. Ich glaube, da geht schon für Loch Modan die Quest los. Ja, ja. Also die Quests, die immer den Strang von dem Gebiet anzeigen, werden immer auf der Karte angezeigt. So, Sentinel Hill. Ja, das habe ich schon längst gemacht. Nein. So, Starkmantel. Seid gegrüßt. Die Verteidigung Westfalls. Das Licht segne euch. Habt ihr die Angriffsbefehle? Ja, haben für wir. Für die Allianz. Helix, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Und zwar gar nicht vor so langer Zeit. Aber wer ist denn dieser Admiral? Seid vorsichtig. Okay. Danke für das Level-Up. Nicht schlechter. Wisst ihr etwas darüber, Untier? Wer ist dieser Admiral? Sprecht. Der Tag bricht an, Starkmantel, und er bringt euer Ende. Leeres Geschwätz eines schwachsinnigen Wolfs. Pah. Okay, das war's. Gut. So, Hauptmann, dann will. Etwas? Gut gemacht, Army. Ihr habt uns eine Atempause von dem Sturmangriff der Gnolle verschafft, aber es gibt noch mehr zu tun. Seid vorsichtig. Südlich von hier befindet sich ein Landstrich von Westfall, den wir Staubebene nennen. Soweit wir wissen, haben die Gnolle der Region die Staubebenen zu ihrem inoffiziellen Hauptquartier erklärt. Wie bei jedem Hauptquartier gibt es auch bei diesem einen Anführer. Wenn wir diesen Angriffen einen Riegel vorschieben wollen, dann müssen wir den Gnoll ausfindig machen, der den Ton angibt, um ihm das Handwerk zu legen. Begibt euch zu den Staubebenen, findet den Anführer der Gnolle, Django Fleckfell, und tötet ihn. Erledigt auch sämtliche Gnolle, die sich euch in den Weg stellen. Für die Allianz. Machen wir. So, Hope, was hast du denn noch Schönes? Ihr habt ein gutes Herz, Army. Ihr habt heute einen guten Tag vollbracht und das wird euch am jüngsten Tag nicht vergessen werden. Okay, Starkmantler, wieder in die Quest. Was kann ich für euch tun? Findet Agentin Kiernan. Kiernan, okay. Ziehe den Ehrenfreund. Der SI-7, Stormwind Investigation, hat die Bewegung von Helig Ritzelbrecher genau beobachtet, seit er von vor 2 Wochen seinen Fuß auf Allianzboden gesetzt hat. Der Brief, den ich von Matthias Shaw erhalten habe, erklärt, dass er einen Agentin namens Kiernan nach Westfall entsandt hat, um Helix zu beschatten. Findet Agentin Kiernan, dann werdet ihr auch Helix Ritzelbrecher finden. Kiernan war vor 2 Tagen in der Stadt, um Vorräte zu besorgen. Sie hat erwähnt, dass sie in der Nähe von Jagdrufs Turm, südöstlich von hier, in den Staubebenen zu finden sein würde.
Abmarsch für die Allianz. Was ist ein Befehlston? Was denn hier los? Siehe den Ehrenfreund. Gut, meine Lieben, ich werde mich jetzt gleich ausloggen, beziehungsweise ich werde mich jetzt in die, sag schnell, in die Taverne begeben, in die Ruhezone. Und werde dann ausloggen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich sehe gerade, hier sind die ganzen Lehrer. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Ich würde mich freuen riesig über beides. Habt einen schönen Tag. Macht das Beste aus eurer Zeit. Bis dahin, meine Lieben.